Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, ich habe heute für euch nochmal ein Plätzchenrezept und zwar nochmal Makronen. Denn diese Makronen hier sind meine absoluten Favoriten. Ich zeige euch heute meine Giotto-Haselnuss-Makronen. Hier habe ich 20 Giottos, dann 3 Eiweiß, 120 Gramm Zucker, 250 Gramm gemahlene Haselnüsse und 20 O-Platten. Also, wie ihr festgestellt habt, das Rezept langt für 20 Stück. Ja, los geht's. Als erstes gebe ich mein Eiweiß in eine Schüssel und schlage sie kurz auf. Mit kurz aufschlagen meine ich, dass sie halt einfach weißschäumig wird. So wie hier. Ja, wenn es soweit ist, da kommt dann noch der Zucker dazu. Und das Ganze wird jetzt so lange steif geschlagen, bis die Masse das Glänzen beginnt und so Fäden zieht, also Baiser-mäßig. Ja, dann gebe ich nach und nach die gemahlenen Haselnüsse dazu. Maschine etwas runterschalten und los geht's. Wenn ihr das Gefühl habt, das Ganze ist noch zu flüssig, einfach noch ein paar gemahlene Haselnüsse dazugeben. Also es sollte schon eine richtig schöne, ja, feste Masse werden. Ja, dann habe ich hier jetzt wieder meinen tollen Portionierer meine ich. Ich liebe das Teil. Da habe ich jetzt getestet, ob wirklich ein Giotto hineinpasst. Er passt hinein. Und zwar geht das jetzt so. Ich nehme einfach eine Kelle voll, drücke den Giotto in die Mitte hinein und leg einfach nur eine O-Platte oben drauf. Das macht jetzt gar nichts, wenn sie ein bisschen absteht. Beim Backen geht das Giotto ein bisschen ein und dann passt die ganze Sache wieder. Hier nochmal. Dann eine O-Platte drauf. Ja, und dann zack, aufs Blech. Fertig. Ja, die dürfen jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze gute 15 Minuten backen. Und nach dem Backen sahen sie so aus. Bitte passt auf, dass sie nicht zu braun werden. Ja, die lasse ich jetzt auskühlen. Und dann habe ich hier noch Schokolade. Das waren 100 Gramm, also für 20 Stück lang 100 Gramm Schokolade. Die schmelze ich über einem heißen Wasserbad. Gebt dann noch ein bisschen Fett dazu. Also ich habe hier jetzt Öl, ihr könnt aber auch Kokosöl dazugeben, damit das Ganze etwas geschmeidiger wird. Also da kann ich dann meine Makronen besser verzieren damit oder übergießen. Ja, und dann ziehe ich einfach nur mit einem Löffel so Fäden über meine Makronen. Ihr könnt sie aber auch in die Schokolade hineintauchen. Ja, dann die Schokolade fest werden lassen und dann sind sie auch schon fertig. Und die sind so gut. Die sind so gut. Ich mache die jetzt bereits das dritte Jahr in Folge. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte passt auf euch auf und bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!